Sklaven menschlicher Meinungen von C.H. Spurgeon. Der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. 5. Mose 28, Vers 13. Wenn wir dem Herrn gehorchen, so will er unseren Widersachern beweisen, dass sein Segen auf uns ruht. Obwohl dies eine Verheißung des Gesetzes ist, so gilt sie doch für das Volk Gottes des neuen Bundes. Denn Jesus hat den Fluch hinweggenommen, aber den Segen hat er bekräftigt. Der Gläubigen Sache ist es, durch heiligen Einfluss die Menschen zu leiten. Sie soll nicht der Schwanz sein, der von anderen hin und her gezogen wird. Wir müssen nicht dem Zeitgeist nachgeben, sondern unsere Zeit zwingen, Christo zu huldigen. Wenn der Herr mit uns ist, so werden wir nicht um Duldung für das Evangelium flehen, sondern suchen, sie auf den Thron der menschlichen Gesellschaft zu setzen. Hat nicht unser Herr Jesus die Seinen zu Priestern gemacht? Gewiss, sie sollen lehren und dürfen nicht die Schüler der Philosophien Ungläubiger sein. Sind wir nicht in Christo zu Königen gemacht, die auf Erden regieren sollen? Wie können wir dann die Knechte der Gewohnheit, die Sklaven menschlicher Meinungen sein? Hast du, lieber Freund, deine richtige Stellung zu Jesu Sache eingenommen? Zu viele schweigen, weil sie schüchtern, wenn nicht gar feige sind. Sollen wir zugeben, dass der Herr Jesus im Hintergrund gehalten werde? Sollte das Evangelium hinten anschleppen wie ein Schwanz? Sollten sie nicht vielmehr voranstehen und die herrschende Macht in uns und anderen sein?